Jetzt fehlt nur noch Favor Foods Danone. Alle Startler. Und da ist der Start erfolgt zum fünften Rennen, dem Securitas-Rennen an der 1600-Meter-Marke. Fiorella ist am schnellsten auf den Beinen. An der Außenseite ist Donatella ebenfalls mit in vorderer Linie. Dahinter sieht man dann auch Eugenie, an der Innenseite Silvery Moon. Ganz an der Außenseite auch Casiro. Im Vorne treffen dann Sao Paulo mit Dark Forest vor Lara Shop. Eher im hinteren Teil des Feldes auszumachen. Dann Favor Danone vor Kitaneso an der Außenseite, dann Tiag am Ende des Feldes galoppiert Tamini. In dicht geschlossener, in kompakter Formation, die Pferde ausgangs zur Gegenseite, Donatella ist vorne, Eugenie in der zweiten Position, vor Fiorella die dritte ist, dann Casiro mit Sao Paulo, dann sie bei den Schecken Silvery Moon mit Dark Forest an der Innenseite, dicht auf dann auch Tiag mit Favor Food Danone, dann Kitaneso und am Ende Tamini, das Feld kommt gleich in den Einlauf hinein. Donatella weiterhin in der Führungsposition, dahinter dann Fiorella, außen kommt jetzt der Angriff von Eugenie. An der Innenseite Andra Starke jetzt mit Silvery Moon auf dem Vormarsch. Aber Donatella wird jetzt passiert von Eugenie und von Fiorella. Eugenie und Fiorella. Eugenie an der Außenseite mit Fiorella. Und an der Innenseite kommt Silvery Moon. Silvery Moon mit den vorderen Linien jetzt. Silvery Moon mit Fiorella. Und an der Außenseite Eugenie. Silvery Moon. Silvery Moon ist vorne auf den letzten 100 Metern. Wird es der erste Erfolg. Silvery Moon. Silvery Moon. Aber jetzt kommt Fiorella noch einmal wieder. Fiorella kommt wieder mit. Silvery Moon. Silvery Moon mit Fiorella. Fiorella. Silvery Moon. Silvery Moon und Fiorella. Wahrscheinlich, oh, das war aber ganz knapp. Silvery Moon oder Fiorella. Ehrlich gesagt, ich habe den Checken vorne gesehen, aber vielleicht war das auch mehr Wunschdenken. Ja, und wer Dritter war, da konnte ich mich gar nicht mehr drauf konzentrieren. Das wird gleich Rüdiger Schmanz verkünden. Vorläufiger Richterspruch, fünfte Rennen, dem Securitas-Rennen. Nach Auswertung der Zielfotografie ist Sieger die 10 Silvery Moon mit einer Nasevorteil vor der 12 Fiorella. Auf dem dritten Platz die 2 Eugenie und viertes Pferd die 7 Dark Forest. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, fünfte Rennen, dem Securitas-Rennen. 10 Silvery Moon, 12